Paul und sein Gras. Was, Paulchen? Dein Gras, wa? Tja, noch ist alles trocken. Mal sehen. Und wenn, es mir auch egal, ich bin erst zu Hause. So, ich war eben bei Aldi. Tja, war ja ein kleines Ding. Ich wollte eigentlich nur wegen 2 Flaschen Rotwein hinnehmen. Und, was habe ich gemacht? Hab den halben Laden wieder gekauft. Ja, der hat sehr gut geschmeckt. Den habe ich gestern getrunken. Gekostet, nicht getrunken, war. Dachte, Mensch, da holst du noch ein paar. Gut, dass ich da nochmal hingegangen bin. Denn morgen ist nichts mehr da. Der schmeckt ausgezeichnet, kann ich nur empfehlen. Schöner Rotwein von Rotköpfchen. Tja, naja, da habe ich mal kleiner Kaffee mitgenommen. Schöne Erdbeeren, die sahen so verlockend aus. Die haben immer gerufen, Horst, nimm mich mit. Naja, Baguette-Stange, Suppengemüse. Ich überlege, ob ich heute so einen Hühnereintopf mache. Mal sehen, wie ich Lust habe. Naja, Butter, etwas gesalzen. Und nochmal ein Hexenbecher. Naja, und der berühmte Käsetwister, wa? Tja, das war halt. Das war ja nicht eingeplant, Mensch. Sag, du darfst nicht aus dem Haus gehen. Verlässt du die Wohnung, gibst du Geld aus. So, wo ist Paulchen? Paul. Der hat mit seinem Gras zu tun. Jetzt hat er wieder einen Spatz gesehen, ne? Paulchen, komm mal her. Hey, Paul. Kleiner Scheißer. Naja, das wird etwas lang, das Video. Ich staune, wie lange sich das Gras diesmal hält, Mensch. Naja, kein Frost mehr abends. Ach, Paul? Aber trotzdem, mal sehen, nächste Woche was holen, wa? Paulchen? Was frischet wieder nicht? Hast du dir ja auch verdient. So fleißig wie du bist hier, wa? So, Paul, wa? Machen wir Schluss, nicht? Ja, so sieht das eigentlich ganz gut aus. Warm ist es, das ist das Wichtigste.